Santa Rosa liegt in der Peripherie Oaxacas, der Hauptstadt des gleichnamigen südmexikanischen Bundesstaates. Hier leben MigrantInnen, Indigene und AfroamerikanerInnen. Doch obwohl Oaxaca als UNESCO-Weltkulturerbe mit einem reichen Kulturleben aufwartet, ist davon in Santa Rosa, keine 6 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, kaum etwas zu spüren. Niños de la colonia circunvecina, ya va dar inicio la feria infantil. Um auch Kinder in vernachlässigten Gegenden am Kulturleben teilhaben zu lassen, hat sich 2017 das Frauenkollektiv Mano Vuelta gegründet. Die mittlerweile 11 Frauen stammen aus allen Teilen des Bundesstaates Oaxaca. Unser Verein wird von indigenen und afromexikanischen Frauen getragen. Wir unterstützen mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen Kinder und Heranwachsende, erklärt Indira Rodriguez Rios. Rios ist Koordinatorin des Bildungsbereiches von Mano Vuelta. Nach Santa Rosa ist sie mit ihren Compañeras gekommen, um eine Feria Infantil abzuhalten. Für einen Nachmittag haben sie das kleine Basketballfeld des Stadtteils in einen Ort verwandelt, der ganz den Rechten von Kindern gewidmet ist. Wir führen hier 4 Workshops durch und es gibt ein Radiostudio. Mithilfe des Radios sollen die Mädchen und Jungen ihre Forderungen zu Gehör bringen. Und das mit Fokus auf die Rechte der Kinder. Beschreibt Rodriguez Rios das Geschehen auf dem Basketballfeld. Rios Kollegin Gie Juarez Leyva ist die Moderatorin von Mano Vuelta Radio. Juarez Leyva interviewt die jungen Gäste der Station. Sie befragt die Kinder zu ihren Erlebnissen auf dem Markt, aber auch zum Leben im Viertel und wie sie die letzten 2 Jahre Pandemie verbracht haben. Während der 2 Jahre Covid, wie habt ihr euch gefühlt, als ihr nicht auf die Straße raus konntet? Eingesperrt, gelangweilt. Wenn ihr etwas von der Regierung fordern könntet, damit Kinder besser ihre Rechte wahrnehmen können, was wäre das? Notrufnummern sollten bekannter gemacht werden, wegen der Misshandlung zu Hause und der Sicherheit auf der Straße. Aber Mano Vuelta ist nicht nur gekommen, um mit den Kindern und Jugendlichen über ihre Forderungen zu sprechen. In den Workshops gibt es auch praktische Tipps, wie sie sich für ihre Rechte einsetzen können. Mithilfe von Fotokarten und einem einfachen Bingo-System erklärt Rodriguez Rios auf spielerische Art den Kindern ihre Rechte in Bezug auf Sexualität und Fortpflanzung. Ein weiterer Workshop ist der Wahrung der Privatsphäre in den sozialen Netzwerken gewidmet. Es gibt auch einen Workshop, in dem die Kinder lernen, ein sicheres Passwort für soziale Netze zu erstellen. Ein erster Schritt Richtung digitale Sicherheit. Soziale Netzwerke und welche Gefahren von ihnen ausgehen können, spielen auch bei dem Theaterstück, mit dem die Feria Infantil schließt, eine Rolle. Das Stück handelt von sexueller Ausbeutung. Im Mittelpunkt steht Meche, ein junges Mädchen, das über Facebook einen Mann kennenlernt. Um den ärmlichen Verhältnissen in ihrem Elternhaus zu entfliehen, beschließt Meche, zu dem Mann zu ziehen, ohne zu wissen, was sie bei ihm erwartet. Nach der Vorstellung wollen wir von den jungen ZuschauerInnen wissen, wie ihnen der Nachmittag auf der Feria Infantil gefallen hat. An welchen Workshops habt ihr teilgenommen? Wo sie Sachen gefragt haben, beim Radio. Wie hat euch das Stück gefallen? Sehr gut. Habe gelernt, dass es nicht so gut ist, ständig im Netz zu surfen. Am Ende des Tages sind nicht nur die Kinder glücklich. Auch die MitarbeiterInnen von Mano Vuelta sind zufrieden mit dem Erfolg der Feria Infantil. Schon jetzt ist klar, es wird mehr davon geben. Und im Sommer besucht das Frauenkollektiv wieder eine indigene Gemeinde, fernab der Hauptstadt, um Mädchen und Jungen auf einem mehrtägigen Markt über ihre Rechte aufzuklären.
Denn auf dem Land gibt es noch weniger Angebote für Kinder und Jugendliche.